Die reguläre Hallensaison nähert sich dem Ende. Beide BHC-Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Doch im Gegensatz zu den Damen, die bereits als Gruppensieger feststehen, herrscht bei den Herren noch Ungewissheit. Erster oder Zweiter, die Entscheidung jetzt auf Hauptstadtsport TV. Ernste Minen schon vor dem Spiel bei Kapitän Martin Zwicker. Zwar konnten die Zehlendorfer Wespen am Vortag deutlich mit 7-4 besiegt werden, doch ganz sicher war der Gewinn der Gruppe Ost noch nicht. Doch der Reihe nach. Der BHC im gewohnten Rot mit einem guten Start. Martin Zwicker erobert sich den Ball und kann nach tollem Sprint abschließen. 1-0 für die Gastgeber. Charlottenburg als Tabellenletzter angereist, steckt allerdings nicht auf, kann durch Bonde früh ausgleichen. Bis zur Halbzeit entwickelt sich somit ein spannendes Spiel. Der BHC kann durch Tore von Niklas Westphalen und Benedikt Zwiatek auf 3-1 erhöhen. Doch der Gast vom SCC bleibt dran, nutzt seine Strafecke und kommt auf 2-3 heran. Nach der Pause entwickelt sich dann ein kurioses Spiel. Die Gäste in Schwarz machen den Anfang 3-3, der Ausgleich. Dann aber wieder die Antwort des Berliner HC. Strafecke, Zwicker drin, 4-3. Nun könnte man ja denken, Charlottenburg, der SCC als Tabellenletzter, bricht nach wiederholtem Rückstand ein. Doch dem war nicht so. Wieder wird ausgeglichen und dann sogar durch Björn Gees die Führung erzielt für den BHC. Ein wahrer Albtraum und nicht nachzuvollziehen. Nach dem lockeren 9-3 Auswärtssieg im Hinspiel. Doch trauern, verzweifeln bringt nichts. Jetzt heißt es beißen und das tun die Blau-Roten auch. Schön nachgesetzt von Wedelt. Ausgleich. Und dann, als Charlottenburg alles auf eine Karte setzt, den Torwart für einen Feldspieler tauscht, um den BHC doch noch zu ärgern, ist es Jonas Diesing. Eiskalt vollstreckt, BHC in Front. So, also im Grunde alles geritzt. Denkst du, die Gäste unermüdlich und wieder mit dem Ausgleich 6-6. Der pure Wahnsinn. Und das war's dann auch. Der BHC ist durch. Gruppenerster durchatmen und noch einmal mit einem blau-roten Auge davongekommen. Ganz ehrlich, das ist Quatsch, was er da jetzt. Wir hätten eigentlich auch ein Ausrufezeichen Richtung Viertelfinale setzen. Ist uns jetzt leider nicht geglückt, aber so sind die Füße auf dem Boden. Wir gehen motiviert und voll engagiert in die letzte Trainingswoche. Und ich denke, wir können auch mit so einem Spiel umgehen, können es verarbeiten, aus den Fehlern lernen und sind dann bestgewappnet für nächste Woche. Einfacher haben es da die Damen bereits vor dem Spiel als Gruppenerster qualifiziert. Braucht es heute keinen Glanz, sondern eher schlichte Routine und das gelingt auch sehr gut. 3 Tore allein vor der Halbzeit besiegeln früh das Schicksal der Gäste vom SCC. Auch nach der Pause brennt da nicht mehr so viel an. Müller hier schon mit dem 4-1. Das ist dann auch gleichzeitig der Endstand. Die BHC-Mädels ganz stark in dieser Saison. Die Vorbereitung auf Viertelfinale geht jetzt los in der Woche. Wir wissen noch nicht so viel über die, weil die in der zweiten Bundesliga spielen auf dem Feld. Das heißt, wir haben noch nie gegen die gespielt. Aber sie müssen gut sein, weil sie sind vor Köln und sie sind Zweiter im Westen. Also wir sind gespannt. Die Damen und Herren also durch. Gruppenerster bedeutet am Samstag treffen die Mädels vom Berliner HC auf Mülheim und danach kommt es zum Duell BHC gegen Rot-Weiß Köln. Das dann natürlich wie gewohnt bei uns auf Hauptstadtsport TV auf eurem Hauptstadtsender.